Ich habe hier ein wunderschönes Deck mit Kaiba drauf. Erkennt ihr ihn? Den ägyptischen Götterschleim. Den ägyptischen Götterschleim. Das ist aber nicht mein Götterdeck. Ich habe die Schleim-Engine. Na, sieht man eine spezifische Karte? Im Phantom-Deck drin. Raviel, Herr der Phantome. Da klappt jetzt wieder der Autofokus nicht, ne? Es ist... Ah! Autofokus, das hier! Ja, da war er ganz kurz. Damit bin ich nämlich wieder ins Spiel zurückgekehrt, nach über 10 Jahren. Ich bin übrigens Nivska. Hallo Leute, ich werde euch fertig machen mit meinem Lieblingsdeck. Ich bin Nivska. Set Pass. Ihr seid dran. Du bist dran. Okay. Die Musik muss natürlich ausgemacht werden, die passt gerade gar nicht. Und dann starten wir auch schon mit Nivska, einem YugiTuber mit über 7000 Abonnenten. Da würde ich auch mal gern hinkommen. Dem muss ich nacheifern. Was macht er da? TCG Yu-Gi-Oh! Remote Duel. 300 Daumen nach oben. Schauen wir mal hier. Da geben wir doch mal einen mit. Schon mal am Anfang. Denkt immer dran, mein Kanal ist auch noch winzig. Da zählt jeder Daumen. Wenn ihr das hier auf YouTube seht später. Ich drehe mich mehr so vor die Kamera. Wenn ihr das... Da verschwindet meine Hand hinter dem Chat, ne? Ja. Wenn ihr das später auf YouTube seht, dringend einen Daumen geben. Das ist wichtig für diesen noch sehr kleinen Kanal. Bitte, bitte. So, okay, legen wir los mit Nivska. Ich mache mich mal klein. Ich werde dich fertig machen mit meinem Kuribo Erzunterwäldler Cyberdrachendeck. Set, pass. Du bist dran. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder habt ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten? Er meint mich, hochgradig attraktives Individuum. Nivska hier. Yu-Gi-Oh! Ist unkreativ. Ihr spielt allesamt dieselben Decks. Früher hat man sich noch Gedanken gemacht beim Deckbauen. Also ich habe meine Decks alle damals immer alleine gebaut. Also ich... Hab ich auch. Hier habe ich ja gerade schon gesagt, das ist mein... Sacred Beast Deck, aber nicht nur das. Ich habe ja auch ein Cybers Deck. Da ist jetzt zwar die Mascarena drauf, aber Mascarena ist nicht mal die Hauptkarte da drin. Ist natürlich eine Kombokarte. Aber eigentlich habe ich es um den Firewall Dragon aufgebaut. Ich habe aber noch nicht den neuen Firewall Support drin. Ich finde seine Liste nicht gut. Meine ist 100-mal besser. Aber wo ist der magische... Du mal Engel der Stille, das klingt so vertraut. Die Zylinder in dem Deck. Das sind so mitunter die häufigsten Aussagen, die ich in meinen Kommentarsektionen habe, sei es auf TikTok oder auf Instagram. Ich bekomme gute Kommentare, wenn es darum geht. Ich habe ja auf meinem alten, größeren Kanal, auf dem Hauptkanal, habe ich ab und zu Yu-Gi-Oh! Gespielt und habe da gute, hilfreiche Tipps bekommen. Also bitte, wenn ihr gute, hilfreiche Tipps habt, in die Kommentare. Für die Decks natürlich, die ich auf Master Duel spiele. Und zum Teil hier auch auf YouTube. Aber die Aussagen haben irgendwo eine gewisse Berechtigung. Zum Teil drehen wir die Zeit zurück und gehen zurück in die Good Old Times. Und zwar... Ganz alter Beatstick. Wie stark war denn der? Im Jahre 2004 und 2005 rum. Wo du mit deinen 5 Euro, die du von Mami bekommen hast, in den nächsten Müllermarkt gerannt bist. Und statt dass du dir was zu essen kaufst, kaufst du dir einen Booster Cybernetic Revolution, ziehst nur Mist und baust ein Deck draus. Deutsch, den Kram, den du gezogen hast, hast du irgendwo zusammengeworfen und das Zeug ein Deck geschimpft. Habe ich auch gemacht zu Beginn, aber ich weiß nicht, ob das 2004, 2005 war. Wann kamen die Karten hier raus? Aber ganz zu Beginn halt, ich hatte die Cyberdose und sowas gehabt und habe daraus ein Deck gebaut. Absoluter Abfall. Aber damals war halt Deckbuilding nicht so ein ambivalentes Thema wie heute. 5 Sterne, 1600 ATK, oh Gott. Zum Teil, wenn du auf ein Event damals gegangen bist, gab es doch etwas, was überall war. Chaos! Richtig, der schwarzglänzende Soldat oder der Chaos-Imperator-Drachen waren da. Die hätte ich auch so gerne gehabt. Damals noch relativ frisch, hat man, wo es ging, irgendwo reingeschmissen. Und du hast sehr, sehr viel Finsternis- und Lichtdecks gehabt, die damals schon die vorherrschende Meta war. Aber wir haben davon nicht ganz so viel mitbekommen, da wir eben noch allesamt kleine
Kinder waren und es war das mit dem Internet noch nicht so. Ihr versteht? Da konnte man nicht die Karten kaufen, die man brauchte, tatsächlich. Da musste man einfach, man musste einen Booster kaufen, Karten ziehen oder ein Starterdeck nehmen oder sowas. Es gab keine andere Möglichkeit. Heutzutage haben wir eben YouTuber wie DTV, Julio und meine Wenigkeit, die euch entweder mit Metatrends versorgen. Aber er erwähnt nicht Schattenspieler? Kann Zufall sein, aber ich weiß nicht, ob die sich so mögen. Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare. Oder einfach der Klassenclown sind und dabei das Kartenspiel spielen. By the way, wenn euch der Content hier gefällt, lasst doch direkt ein Abo da, dann verpasst du keine weiteren Nachrichten bzw. Videos, wenn ihr was hochladet. Darüber hinaus müssen wir aber auch schon mal ein, zwei... Ist ja auch der eigentliche Sinn. Es ist aber ein Trading-Card-Game, das heißt eigentlich tauschst du die Karten. Und heutzutage durchs Internet kannst du die Karten gegen Geld tauschen mit anderen Spielern. Das ist doch der Sinn des Spiels, Karten zu tauschen gegen Geld, oder nicht? Habe ich Yu-Gi-Oh! Nicht verstanden. Ich sag euch, das ist wesentlich geiler als früher. Also früher dieses, ich ziehe Karten aus einem Booster und baue mir mein Deck zusammen, was einfach überhaupt nicht funktioniert, war verdammt beschissen. Heutzutage ins Internet gehen zu können und sich die Karten rauszusuchen, die man haben will, ist mega Luxus. Wir leben nicht in einer Kapitalgesellschaft, sondern in einer Tauschgesellschaft, ja. Wir tauschen Papier gegen Papier. Oder sehr viele Vier-Sterne-Monster ins Deck. Starke Vier-Sterne-Monster. Natürlich. Damit kam der Gegner überhaupt gar nicht erst zum Zug. Außer hat gute Zauber- und Fallenkarten. Denken. Das Marketing von Konami hat sich geändert. Damals war die Hauptform des Marketings, was Yu-Gi-Oh! Betrifft, war eben der Anime. Mittlerweile haben wir ja so keinen aktiven Anime mehr am Laufen. Das heißt, ja, Rush Duel hast du vielleicht noch in Japan irgendwo, aber hier im Westen ist das Ganze noch nicht mehr wirklich lokalisiert und so richtig legal kannst du es noch gar nicht anschauen. Jetzt wird auch hoffentlich nicht kommen. Ich habe das Switch-Spiel gespielt. Das neue Rush Duel Switch-Spiel. Das kam ja eine Weile vor Master Duel und ich war so heiß auf Master Duel, dass ich mir dachte, okay, das Switch-Spiel gönne ich mir auch noch. Vielleicht ist es doch mal ganz spannend. Und ein paar Duelle waren ganz cool. Aber ich glaube, alle Decks funktionieren gleich, alle Themendecks. Das Spiel ist mit sehr schwachen Monstern, das geht nur höchstens Beschwörungen. Ihr könnt so viele Monster wie möglich in einem Zug aufs Feld legen, bis es eure Hände leer sind. Und ihr zieht immer wieder auf 5, glaube ich, voll am Anfang jedes Zuges. Also will man so viel wie möglich ablegen, um möglichst viele neue Karten ziehen zu können. Und der Hauptteil ist aber Verstärkungszauber und Fallenkarten. Also eure ATK für eine Runde erhöhen, das ist, ich glaube, die Haupttaktik des gesamten Spiels. Immer nur Zauber- und Fallenkarten, die eure Werte erhöhen, mehr nicht. Jetzt ist halt das Ding, wie läuft das Ganze jetzt ab? Es geht definitiv halt ein Trend, was das Marketing betrifft, immer mehr in Richtung Competitive Content. Natürlich, es gibt Produkte von Konami, wie jetzt die 20... Die Championship-Spiele waren gut, die habe ich auch nicht ganz so gerne gespielt. Es gab mal früher auf Game Boy Advance, glaube ich, da gab es so ein Spiel, das war ganz lustig. Aber später, die mehr so Rollenspiele-Aspekte hatten, die waren besser, fand ich. Die 5th Anniversary Box, die für Casual bzw. für Sammler sind. Davon habe ich eine hier und irgendwann machen wir auch noch ein Unboxing davon. Aber das Marketing mit den ganzen Events, mit Yu-Gi-Tubern, mit diesen Master-Duel-Events geht doch alles eher in Richtung Competitive heutzutage von Konami. Weshalb die Casual-Base, naja, abstirbt so ein bisschen und es halt immer mehr Leute gibt, zumindest mit einem kompetitiven Verständnis. Kurzfassung. Damals waren wir allesamt nur Kiddies, ohne Plan, haben alles zusammengeschmissen, außer irgendwelchen 100 Schwitzern, die auf Events gemeinsam gezockt haben. Heutzutage durch Internet und Informationsaustausch können wir uns gegenseitig sagen, das ist gut, das ist schlecht, spielt das. Lass mich dir... Aber das macht nicht jeder mit. Warum nicht? Weil die Meta sich mindestens zweimal im Jahr ändert. Weil es immer zwei Banlists pro Jahr gibt. Dann ändert sich die Meta spätestens. Oder durch die 4 Hauptsets, die pro Jahr rauskommen, die jedes Mal wieder die Meta verändern. Also haben wir bis zu 6-mal eine andere Meta im Jahr. Und dass die Decks immer gleich bleiben, stimmt halt nicht, dass sich andauernd die Meta ändert. Das sagen zwar die Leute immer, es sind immer dieselben Decks oben, aber in ein paar Wochen habt ihr andere dieselben Decks in den oberen Rängen. Und dann sind es wieder andere dieselben Decks in den oberen Rängen. Und da hat nicht jeder Bock drauf, jedes Mal
Damals waren wir Kiddies nur ohne Kohle. Ja, da konnte man sich auch nicht leisten, sich ständig ein neues Metadeck zu kaufen. Das will aber auch keiner im echten Leben, sich jetzt alle paar Monate für 1000 Euro ein neues Metadeck kaufen. Das macht doch keiner. Oder sich jedes Mal neu reinlernen, wenn die Metadecks sich verändern, dann reicht es ja nicht, sich ein neues Metadeck zu machen. Ihr müsst ja auch die anderen Decks auswendig lernen, damit ihr wisst, wie ihr sie auskontern könnt. Ihr müsst die Kombos auswendig kennen. Metaspielen heißt, alle Metadecks auswendig zu kennen, damit ihr wisst, wo ihr gegen ankämpft. Damit ihr auch bei einigen Decks wisst, okay, du spielst dieses Metadeck, dann kann ich davon ausgehen, du hast die und die Falle liegen. Die und die Zauberkarte hast du noch auf der Hand oder sowas halt. Davon erzählen, wie ich wieder ins Spiel reingekommen bin. Und zwar, wir schreiben das Jahr 2019. Ich habe ein random Video von Hand of Blood gesehen, wo er einfach ein bisschen Yu-Gi-Oh! Der ist ja Henno wieder. Gerade eben wurde noch erwähnt, weil ich eben so lange Haare hatte. So langes, graziles Haar. Ich spiele dort und ich muss sagen, ich habe halt wieder Bock bekommen. Weshalb ich einfach mir einen Kumpel gekrallt habe und gefragt habe, ob er wieder Lust hat, mit mir Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Er hat sich daraufhin halt ein komplettes Necros-Deck gebaut und ich kannte halt nur aus meiner Kindheit noch, beziehungsweise fand das aus meiner Kindheit ziemlich cool, ein Horus-Deck. Ich habe die Karten sogar noch. Wie ihr seht, habe ich mir daraus noch einen kompletten Haufen zusammengeschmissen. Ich muss halt auch sagen, ich hatte auch eine Horus-Karte, glaube ich. Vielleicht. Und ich hatte den Phönix von Nephthys. Ach, Quatsch. Ich hab komplett auf die Schnauze kassiert. Natürlich, ich habe halt mit Karten aus dem Jahr 2003 gespielt und er aus dem Jahr 2015, weshalb er mit mir komplett Schlitten fahren konnte. Das Ganze war dann doch recht einseitig und dann hatte ich halt die Wahl. Entweder ich sage, das ist alles doof und ich beschäftige mich mit dem Spiel. Dann haben wir einfach zusammen angefangen zu brewen und haben den Haufen irgendwie immer versucht zum Laufen zu bringen. Mit Dragon Ravine können wir uns ja was reinschmeißen. Dann gibt es diese Chaos-Drachen, womit man was aus dem Friedhof verbannen können. Und so peu à peu à peu haben wir Dragon Link gebaut. Mit Horus. Es war schlecht, aber es war eine Grundvariante von Dragon Link. Und wenn man halt immer versucht, ein Deck besser und besser und besser zu bauen, kommt man immer in eine meta-igere Richtung rein. War zwar kein deutscher Satz, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Oder man bleibt einfach bei seinen Decks, bei seinen reinen Decks. Und da habe ich ja hier auch gerade ein Deck bereit stehen. Und zwar mein Deck, wo ich auch 2019 oder so, es gab diesen neuen Film, wie hieß der, Dark Side of Dimension, mit der Kraft der Planer oder so. Und da wollte Bella unbedingt Magier-Mädchenkarten haben, die neuen Magier-Mädchenkarten. Und dann kam die Sacred Beast raus, das Sacred Beast Structure Deck. Und ich dachte mir, das ist ja total geil. Endlich von GX eine verbesserte Variante, die Beasts zu spielen. So, Moment, ich habe hier den Fokus, den mache ich mal auf 60. Wie immer. Übernehmen. So, schaut mal hier. Da haben wir natürlich hier den ägyptischen Götterschleim. Aber hier ist die bessere Variante. Na, na, ne. Arme Teil, die Fusion von allen dreien, ist natürlich hart gesleeved und deswegen so glänzend. Alle drei zusammen. Die anderen Phantasmen, hier noch Almirage, der gehört jetzt nicht direkt dazu, ist nur für eine Combo wichtig. Der Schlitzer, was wird denn jetzt hier alles reflektiert, der Greenscreen, schimmernder Kratzer. Der schimmernde Kratzer, die Extra-Attacke von Raviel. Ungeheuer König Barbaros. Denn wenn dieses Monster mit drei Tributen aufs Feld beschworen wird, muss der Gegner alle Karten vom Spielfeld entfernen. Und der ägyptische Götterschleim zählt als drei Tribute. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr den Götterschleim auf dem Feld habt, Ungeheuer König Barbaros rufen und der Gegner leert sein Feld. Ist das eigentlich nur Monster oder auch Zauber? Zerstöre alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Alle. Das gesamte Feld. Ein Boardswipe ist das. Für den Gegner. Wenn der mit dem ägyptischen Götterschleim gerufen wird. Das ist so eine schöne Taktik. Der Götterschleim ist sehr leicht zu rufen, weil sich die Fallenkarte, die ihn ruft, einfach aus dem Deck suchen lässt. Und ihr seht hier, hier habe ich auch noch eine seltenere Variante.
Den habe ich, glaube ich, mal aus einer Tin gezogen, wie ihr seht. Der glänzt. Der chaosbeschwörende Herrscher. Ist eine Holo. Das ist nicht die Standardversion, die im Structure Deck drin ist. Ach ja, die Rückseite hier, guck mal. Die Sleeves. Die sind übrigens alle doppelt gesleeved. Also da sind kleine, durchsichtige Japanese-Size-Sleeves drin. Und dann noch mal mit dem Sleeve drumherum. Damit bin ich wieder zurückgekommen. Das verbotene Drachenherrscher-Deck, bist du damit wieder zurückgekommen? Ich meine, immerhin gibt es ja jetzt geile Structure-Decks, die auch Anime-basiert sind. Und hier ist ja das SDSA. Nee, das ist auch Structure-Deck. Ach, das sind die dritten Varianten, okay. Ich habe nämlich irgendwo noch die alten aus der Erstauflage. Hamon Raviel und Uria. Die sind aber nicht mehr im Top-Zustand. Die sind schon ein bisschen zerkratzt. Also mit diesem Deck bin ich wieder ins Spiel gekommen. Das reißt natürlich nicht sehr viel. Aber ihr habt gesehen, in Master Duel reicht das schon, um ein paar Casual-Spiele zu gewinnen. Das klappt also. Ist gar nicht so schlecht. Ist ganz lustig. Und ist natürlich ein Anime-Deck. Dann habe ich hier noch ein Cybers-Deck. Vielleicht am Ende der Folge. Oder, was gucken wir noch? Gucken wir gleich noch ein Yu-Gi-Oh!-Video? Ich glaube, ja, ne? Ja, aber ein Videospiel Yu-Gi-Oh! Ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht kommen wir noch dazu. So, weiter mit Nivska. Moment. Ich habe doch gedrückt. Kommen wir zur Neuzeit-Yu-Gi-Oh!, wenn wir es so ausdrücken wollen. Wenn du auf ein Turnier gehst, ist es halt immer so, du wirst immer dieselben Decks irgendwo rumfleuchen sehen, weil sie halt einfach gut sind. Das nennt man im Endeffekt. Was ist, wenn der Gegner Karten hat, die erst im Friedhof verwendet werden? Was meinst du? Ich habe ja auch eine Fallenkarte, die verhindert, dass der Gegner Karten in den Friedhof abwerfen darf. Meta. Metas hast du aber auch in anderen Spielen, sowas wie Counter-Strike, Valorant oder League of Legends. Naja, darf Yugi keine Meta haben, nur weil du es aus deiner Kindheit kennst? Viele Leute, welche halt Yu-Gi-Oh! Irgendwann mal anfangen zu spielen, verirren sich auf kurz oder lang in ein Local. Und mit ihren alten Decks, die sie von damals kennen, naja, kassieren sie erstmal ordentlich auf die Schnauze. Und dann bleibt zwei Wege. Entweder sie quitten das Spiel oder sie beschäftigen sich damit und gucken, wie man Yu-Gi-Oh! In der Neuzeit sozusagen spielt. Natürlich gibt es auch kreative Spins an gewissen Meta-Decks. Beispielsweise, ich glaube, Sprite an sich hat so viele Varianten, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Aber es ist halt trotzdem Sprite, was viele Leute da draußen aufregt. Nur hat Yu-Gi-Oh! So unglaublich viele Archetypes, die aber auch so unglaublich schlecht sind, vor allem jetzt im Jahre des Herrn 2023. Yu-Gi-Oh! Im E-Sport, das ist ja kompetitiv. Und ich meine, jetzt haben wir ja auch Master Duel, das ist ja dann auch E-Competitive. 20, wo vieles halt nicht unbedingt gut altert. Und der Power Creep ist halt doch recht extrem. Jetzt kann man natürlich die Schuld hier auf den Power Creep schieben, aber das ist eine komplett andere Thematik, über die ich mich auch schon mehr als genügend ausgekotzt habe. Du bist da nicht alleine, glaub mir. Es ist halt so, wir haben eine gewisse Meta, die formt sich natürlich, wenn ein gutes Deck irgendwo ist. Und die Leute finden halt auch Verlieren irgendwo ziemlich schwer. Weshalb sie irgendwann mal auch zu einem Meta-Deck tendieren. So ziemlich jeden, den ich kenne, der in der Regel fast nur Fun gespielt hat, hat auch gesagt, jetzt kaufe ich mir aber mal ein Meta-Deck, damit ich es auch mal gewinnen kann. Ja, und so kommen halt immer mehr Leute zu Meta. Und dann... Es ist natürlich frustrierend, wenn ihr ein Fun-Deck spielt. Was bedeutet, ihr habt da vor allem Kombos drin, die ihr ausspielen wollt. Und die Gegner haben nur Konterkarten und es wird nie eine Combo zustande kommen. Das frustriert, macht keinen Spaß. Und dann holt man sich selber solche Combo-Decks, um andere auszukombo, natürlich. Wenn, dann muss man schon gemeinsam sich darauf einigen, dass man Fun-Decks spielt. Hat man halt noch eine Menge Leute, die es halt doof finden, dass viele Leute Meta spielen. Die möchten halt weiter ihren Küchentisch-Yu-Gi-Oh! Spielen und wollen es nicht einsehen, dass halt viele nicht mehr so daran interessiert sind. Weshalb oftmals die Aussagen kommen, Yu-Gi-Oh! Sei unkreativ, früher war alles besser, ich finde Yu-Gi heutzutage doof. Yu-Gi kann man wegen vielen Sachen da draußen doof finden. So ziemlich jeder zweite meiner TikTok-Kommentarsektion sagt mir, ich soll Magic spielen. Bitte hört auf damit übrigens. Ja. Wer auf einem Turnier Pandex spielt, ist halt auch lost. Ach nee, hat halt lost. Ja, das stimmt schon. Auf dem Turnier mit dem Pandex, weiß ich nicht. Auf dem Local aber vielleicht, oder? Mit dem Pandex auf dem Local? Oder Master Duel muss man ja nicht unbedingt auf Platin spielen, oder?
Was soll ich dazu sagen? Oder? Aber ich bin der Meinung, Kreativitätsmangel in Yu-Gi-Oh! Ist nicht der Grund. Wenn wir vor allem jetzt das aktuelle Format angucken, hast du locker um die 20 Decks da draußen, die viable sind. Von Sprite bis Ricker über Runic. Hast du auch mit Scareclaw einen relativ guten Chancen oder mit Branded Despair, wenn du dir das antun möchtest da draußen. Aber es gibt momentan doch eine recht große Vielfalt an Decks, die man spielen kann da draußen. Natürlich, dein... Die Duelle sind auch schneller geworden, das stimmt. Man kann auch, obwohl die First, also FTKs werden ja unterbunden durch die Banlist. Aber es geht schon mal in der zweiten Runde zu Ende, das kann passieren, ja. Ojama Dustin OTK-Haufen von 2004. Ist jetzt nicht unbedingt viable. Oder magischer Zylinder und Spiegelkraft sind jetzt nicht mehr die Karten, die sie mal waren. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Yu-Gi-Oh! Hat ein Problem mit Kreativität, was das Ganze betrifft. Und wie gesagt, wenn du auf ein Top-Level gehst, siehst du halt nur Top-Level-Decks. Und dann formt sich eine Meta und dann wird's repetitiv da draußen. Es gibt auch in Yu-Gi-Oh! Natürlich ältere Formate. Es gibt also die Möglichkeit, zu sagen, wir wollen nur ein bestimmtes Format spielen. Das heißt, eine Banlist aus einem bestimmten Jahr wird sich dann noch mal genommen. Und dann dürft ihr auch nur Karten spielen, die es zur damaligen Zeit gegeben hat und die zur damaligen Zeit nicht verboten waren und nicht limitiert waren. Dann werden die Decks wieder runtergebrochen auf das, was früher mal war. Gibt's auch. Es wird oft gefordert, dass man das im Master Duel bitte auch machen sollte, damit man auch wieder die alten guten Formate spielen kann. Es ist alles eine Sache der Information. Früher als Kiddies hatten wir keine, heute haben wir die Information, was ist gut, was ist nicht und wie funktioniert Basic Deckbuilding in modernen Yu-Gi-Oh! Und ich würde jetzt sagen, einfach nur mit den ganzen Fakten, was so zusammengezählt, weiß ich nicht, ob man weiterhin sich beschweren kann mit Yu-Gi-Oh! Ist so unkreativ, alle spielen dieselben Decks. Ja. Weil Verlieren ist ab einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr frustrierend. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch ein Like und ein Abo da und subscribe. Und lass mich deine Meinung unten in den Kommentarsektoren wissen. Würde mich brennend interessieren. Seid ihr meiner Meinung oder habe ich komplett einen Stoß von mir gegeben? Und mit den Worten bin ich raus. Bye! Da muss man sich halt absprechen. Wie ich gesagt habe, es gibt noch Leute, die spielen gerne Fun-Decks. Guckt euch CK Phoenix an. Er ist ja ein Anime-YouTuber, der ja hauptsächlich sich mit dem Anime beschäftigt oder Anime-Karten abfeiert, wie der Sternenstaubdrache zum Beispiel. Und es gibt viele Fans davon, viele Fans von diesen alten Karten. Die spielen gern die alten Formate, die spielen gern die alten Karten. Es stimmt nicht, dass jeder Metaspieler wird. Das glaube ich auch einfach nicht. Es gibt auch noch bei Master Duel genug Leute, die keine Metadecks spielen. Habe ich auf jeden Fall so mitbekommen. Ihr findet halt in den höheren Rängen und die Leute sind alle genervt. Auch die Leute, die selber in Meta spielen und auf Platin sind, sind nur genervt. Die langweilen sich. Aber die kommen nicht auf die Idee, mal runterzurutschen und wieder gegen kleinere Leute zu spielen. Mit Fun-Decks einfach. Weil dann könnte man ja verlieren. Naja, dann an der Stelle Daumen hoch geben auf das Video später, ne? Für meinen kleinen Yu-Gi-Oh!-Kanal, der das ganz dringend braucht, mein kleiner Yu-Gi-Oh!-Kanal. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Yu-Gi-Oh!-Video, und zwar